Also wir brauchen dringend mehr Tests. Es gibt die klare Erkenntnis, je mehr getestet werden kann, desto sicherer können wir natürlich auch steuern von Seiten auch des Landes oder auch des Bundes, desto sicherer sind wir auch in unseren Entscheidungen, wer sich wann, wo, wie aufhalten kann. Und deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dieses Projekt jetzt auch als Land finanziell zu unterstützen, dass hier die Testkapazitäten, die ja knapp sind, die ja nicht nur in Baden-Württemberg, in Deutschland knapp sind, sondern weltweit, dass die ausgebaut werden können. Und der große Vorteil dieses Geräts ist ja, dass es mobil ist, dass es schnell zu Ergebnissen führt, schon nach circa einer halben Stunde, und dass auch zwei Testprodukte oder dann entsprechende Tests schnell ausgewertet werden können. Also wir haben natürlich auch Bedarf, das ist ganz klar, in den Krankenhäusern. Wir haben im Land eine Lenkungsgruppe, in der wir diese Themen diskutieren, natürlich auch Beschaffungen diskutieren, das ist gar keine Frage. Da machen wir uns jetzt im nächsten Schritt Gedanken. Uns war es jetzt wichtig, die Technologie auf den Weg zu bringen, es zu ermöglichen. 6 Millionen Euro geben wir als Land jetzt, um hier die Forschung voranzutreiben, dass es auch zu einem marktfähigen, marktreifen Produkt kommt, das möglichst schnell dann auch eingesetzt werden kann. Der kann eben uns Entscheidungen ermöglichen, die wir heute nicht treffen können. Der kann natürlich auch die Sicherheit erhöhen, wenn Personen, die jetzt gerade auch direkt am Menschen arbeiten, in der Pflege, in den Krankenhäusern, wenn die Sicherheit haben, schnell Sicherheit über den Zustand ihrer Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch dann der entsprechend Erkrankten, dann ist das natürlich eine enorme Erleichterung. Wir haben also hier schon vor 20 Jahren die Grundlagenforschung an der Universität Freiburg begonnen, und das sind sehr viele Generationen und Doktoranden mit diesem Thema an sich auseinandergesetzt, und wir haben sozusagen einen Baustein zum anderen gesetzt und sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir nach 20 Jahren eigentlich unmittelbar vor einer Produkteinführung stehen. Wir haben dann eine Firma Spindiac ausgegründet vor 4 Jahren, die dann wirklich mit Investorengeld nochmal Fahrt aufgenommen hat und sind heute jetzt da, dass wir zu dieser Krise tatsächlich eine Lösung bieten können. Ja, das Gerät war auf jeden Fall entwickelt genau für solche Szenarien, wie wir sie heute haben, nämlich, dass man schnell vor Ort testen muss, ob eine Person einen Erreger trägt, ob man die Person isolieren muss vor anderen Personen. Also das war ein Szenario, für das wir immer gearbeitet haben. In unseren Köpfen waren eben antibiotikaresistente Erreger zunächst mal. Das sind Bakterien, ein Virus ist was anderes, aber ein Virus ist was Ähnliches, ja, wenn man so will. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit der gleichen Maschine und sogar mit der gleichen Kartusche, mit dem gleichen Testträger auch den Virus nachweisen kann. Die Förderung vom Land Baden-Württemberg ermöglicht es uns und vor allem auch Spindiac natürlich, dass die komplette Entwicklungsmannschaft von knapp 30 Personen von einem Thema eben Bakterium auf das Thema Virus switchen konnte und jetzt mit voller Energie an genau der Entwicklung dieser Tests arbeitet. Also die ersten 200 Geräte sind jetzt in Fertigung, damit werden wir mal starten. An Testträgern bauen wir bis in den Sommer auf eine Kapazität von ungefähr 200.000 Tests pro Monat. Die können wir auch deutlich weiter steigern bis Jahresende. Das hängt allerdings davon ab, wie jetzt die Bedarfsplanung aussieht, was wir an konkreten Anfragen, an konkreten Bestellungen reinbekommen. Wir können als Startup natürlich nur begrenzte Kapazitäten vorhalten. Insofern ist für uns da vor allem verbindliche Bestellungen, verbindliche Aussagen wichtig, um das zu steigern in noch deutlich mehr Tests und Geräte pro Monat.